damit herren, bekommen wir die jetzt zurück zu einer neuen Folge von ja, CB Simulator. Nein, natürlich zum Landwirtschaftssimulator. Und ich habe einen Fehler, oder beziehungsweise mir ist was aufgefallen. Der Waldra hat Pflegebereifung. Sonst machen wir ja die ganze Frucht kaputt. Deswegen brauchen wir den Waldra hier drüben. Dass der davor fährt. Schade eigentlich, der Waldra gefällt mir am besten. Anstatt den der CB. CB ist eben meine Marke für Trägerfahren. So. Ich habe den Helfer schon angemacht, das war Ende des Partes. Gut, okay, mir fällt gerade auf, das wäre für die Mission egal. Aber realistisch soll am Start sein. Da gucken wir mal, wie weit sind die? Na ja, das dauert ja noch einen kleinen Moment. Also haben wir jetzt unsere Mission, die hier laufen. Wir haben die Mission, die da oben läuft. Da kann ich ja unseren Dings ja wieder zurückfahren. Okay, so wie der Helfer jetzt fährt, ist einfach bescheuert. Dafür wird er aber in der nächsten Fahrt hoffentlich viel, viel mehr mitnehmen. Wir werden es mal kontrollieren. Der JCB. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen realistisch bleiben, deswegen bleiben wir auch mit dem JCB hier. Der gefällt mir drin auch nicht so richtig. Ist zwar nett, wir haben auch die Hunde-Lenkung hier. Oh, überstrengt. Die kommen hier bei Dings hier raus. Läuft. Genau, und ich fahre noch unseren Mann Mahidra. Fahren wir noch rüber zu unserem Hof wieder, damit der drüben ist. Ich würde als nächstes einen größeren Trecker kaufen. Wenn ich die Unkraut-Ex mache, da brauche ich sowieso Pflegebreifen. Deswegen müssen wir uns ein Fahrzeug aussuchen, was Pflegebreifen hat. Das ist so unsere nächste Etappe. Da kümmern wir uns gleich mal drum. Wir gucken mal, wie teuer das alles sein wird. Weil das macht natürlich dann doch schon einen großen Unterschied aus zwischen Fracht haben und Fracht Ware, wie sagen wir dazu, Frucht haben und Frucht soll. Natürlich dann schon ein größerer Erntebetrag, den können wir dann noch am Ende noch mal, bevor wir drüber bevor wir abernten, könnten wir dann selber. Das ist ja selbstständig so eine Arbeit wie. Ach, guck mal, wir können ja gleich hier ranfahren. Das ist ja sehr gut. Dann haben wir es wieder ein kleines bisschen realistischer gemacht. Dann gucken wir uns mal an. Also wir wollen irgendwas holen, was uns Pflanzen schützt. Genau. 30.000. SB1000. Wenn ich wüsste, was das ist. SB1000. Ist das irgendein Fahrzeug hier? Sehe ich nicht so. Nee, hier bei den großen brauche ich eigentlich sowieso nicht gucken. Also wir bräuchten einen kompakten, hier den Waldra. Oh, der Waldra ist ja gleich richtig dafür da. Aber Frontgewicht brauchen wir glaube ich nie. Für den Reifenhersteller. Ja, Nokian macht die, okay. Teleburg. Art Gewicht, Breitreifen plus Gewicht, Pflege, genau, den bräuchten wir. Und so an sich würde ich den auch nehmen, würde passen. Was ändert hier? Alter, 81 und 110, 81 und 110. 81 und 110, 81 und 110. 81, 110.
80 und 100. Ah, die brauchen keinen, okay. 20 Meter Spritzbreite, das ist ja genügend für mich. Da hätten wir schon die nächste Sache. Aber wie teuer war das? Also das war 30 und das Fahrzeug ist 70. Ja, rechne mal mit 70. Genau, 71, je nachdem Motorausführung. Ob wir jetzt nicht stärkere brauchen, ist fraglich. Die können wir auch später umbauen. 66. Dann wären wir schon wieder bei 90.000. Wären wir in nächster Zeit nicht so schnell hinbekommen, denke ich mal nicht. Ich sehe, Enderman spielt die ganze Zeit Rocket League. Könnte man auch mal wieder aufnehmen, aber ich habe in letzter Zeit auch nicht so die Lust, irgendwie was Multiplayer-mäßiges aufzunehmen, beziehungsweise mehr Bock auf Landwirtschaftssimulator sowieso. Auch wenn das nicht angeguckt wird an Videos, ist mir scheiß Piep egal. Es macht Spaß und so sollte es sein. Wir könnten hier nochmal zwei Pferde holen, dass wir nebenbei noch immer noch was machen. Das sind jetzt 10.000. Ja klar, wir haben jetzt 2.000 Helfer laufen, gefühlt. Gut, weil wir haben ja Platz. Wir können ja hier, glaube ich, bis zu 4 Türen reinnehmen. Wir haben sogar den großen Pferdestall. Wir haben sogar den großen Pferdestall. Da passen sogar 16 Tiere rein. Ja, dann können wir uns noch ein paar holen, weil sollen sich 2 Tage durchreiten und wir haben schon einen Plus von nicht viel. Ja, mir fällt gerade ein Weizen. Wir haben ja beim Raps kein Nebenprodukt. Wir haben jetzt wie immer Raps. Ach mies, das ist richtig mies. So, also das heißt, wir gehen nochmal 2 Pferde holen. Für 10.000. Müssen wir mal gucken, vielleicht wirklich noch die anderen Pferdchen. Was kosten die? Die kosten nichts. Nichts, null und Komma, nichts. Das ist es ja. Und das ist da, die 10.000 sind zu nehmen für den, was wir letztes Mal... Ui, den habe ich ja komplett verpasst. Den muss ich gleich mal abladen gehen. Da kriegen wir ja auch nochmal einen Haufen Geld bei denen. Ach, ich sehe jetzt erst die Maschine so richtig. Rausfahren. Oh, ist das eine geile Maschine. Das sehe ich ja jetzt erst so richtig. So, volle Beleuchtung natürlich. Und dann gucken wir mal, wie wir ranfahren müssen. Reicht das schon? Nee. Reicht nicht. Haben wir mal geguckt, ob man vielleicht extra einschalten muss. Wenn wir nochmal umdrehen. Und so nah ranfahren, wie es nur geht. Gucken wir mal. Ui, das war zu nah.
Also irgendwo wurde bei mir gebaut, also tut mir leid, falls man da was hört. Jetzt. Guck mal, was so ein fast voller Tank gibt für ein Anhängerchen. Das sieht schon relativ voll aus. Die Maschine ist aber geil, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist eine Pillepalle. Oh, einfach. Also es sind irgendwie falsche Maschinen. Wir bräuchten hier noch einen Überladewagen, glaube ich. Um ganz realistisch zu sein, oder? Häng mal ab. Ist mir jetzt scheißegal. Der Part ist eh gleich vorbei. Und dann gucken wir mal, ob der Helfer hier weitermacht. Helfer ausschalten. B. Rohr einfahren. Fällt nicht in Besitz. Also das Ernten hier ist schwerer als gedacht. Ach so, ja, Erntemaschinen senken wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. So. Was ist denn bei dem jetzt los? Jetzt macht das. Halleluja. So, dann fahren wir mal den immer schnell zur Seite hier. Oh, hier ist schon Unkraut drauf gewachsen. Naja, dann ist es so. Ich kann nicht ändern. So, unsere beiden sind relativ weit schon, muss man sagen. Wir wollten... So, fertig gucken. Machen wir nächsten Part. Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir oben nicht einen Daumen unten, schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr von sich wollt. Oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt dann, wenn sie. Ciao, ciao.